Jo meine Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf diesem Kanal. Freunde, ich habe mir für euch da draußen meine ganzen High Fashion Designer Caps mitgebracht, die ich euch in diesem Video vorstellen werde. Dieses Video ist kein Video wie alle meine Caps Teil 1 und 2, wo ich euch alle meine Caps vorstelle, sondern wirklich nur die Caps der High Fashion Brands wie Gucci, G-Squared, Balenciaga, Philipp Lein etc. Wenn ihr mal wieder ein alle meine Caps Videos haben wollt, wo ich alle Caps zusammenpacke, auch die Zara Caps, die New Era Caps, die ASOS Caps, alle wirklich alle Caps zusammenpacke und ein Video darüber drehe, schreibt das fleißig in die Kommentare. Aber wie gesagt, heute geht es um die ganzen High Fashion Caps, Freunde. In diesem Video werde ich euch die ganzen Caps halt einzeln kurz im Schnelldurchlauf vorstellen. Wir wollen jetzt nicht über jede Cap eine Minute lang reden, sondern einfach kurz über die Caps das eine oder andere sagen, vielleicht über die Marke kurz reden, meine Meinung sagen und wenn ich noch weiß, sage ich natürlich noch den Preis dazu. Und deswegen fangen wir auch direkt an mit den ersten Caps. Und die ersten Caps, meine Freunde, wären die sogenannten Icon Caps, Freunde, die schon seit einem Jahr, glaube ich, so auf dem Markt sind. Meine erste war die hier, anschließend hatte ich die hier und zu guter Letzt habe ich mir die hier gekauft. Eine Zeit lang habe ich die einfach mega gefeiert, die kosten um die 95 bis 110 Euro, auf Farfetch damals gekauft. Habe ich eine Zeit lang, wie gesagt, extrem gefeiert. Irgendwann ging diese ganze Sache mit den Hype-Biestern los, wo wirklich jeder da draußen eine Icon Cap hatte, egal ob original oder gefälscht, egal ob schwarz-weiß, triple-weiß, anthrazit-weiß, grau-matt. Egal welche Farbkombination, überall liefen Leute mit Icon Caps rum und das Schlimmste war wirklich, das war glaube ich auf einer Sneakermesse, ich habe keine Ahnung auf welcher, wo ich auf die Sneakermesse gekommen bin und da hatte wirklich jeder fünfte eine Icon Cap an und ab dem Punkt dann habe ich gesagt, okay Dicker, du wartest jetzt erstmal, dass diese ganze Icon Cap Geschichte den Hype verliert, packst die ganzen Sachen mal beiseite, die ganzen Icon Caps und wenn die Zeit gekommen ist, wo der ganze Hype um die Icon Caps weg ist, packst du sie aus und trägst sie wieder weiter. Und meine Freunde, wir bleiben natürlich bei G-Squared Caps und machen weiter mit einer sogenannten Trucker Cap. Heißt das, das Besondere an dieser Trucker Cap oder das Merkmal an dieser Trucker Cap ist, das hat hier hinten so ein Netz. Vorne ist das in so einem sehr glänzenden, weichen Material und dicken Buchstaben, die sich von dem Material abheben, steht Mountain drauf. Auch einer meiner Lieblingscap feiere ich sehr und habe ich auch schon im Sommer das eine oder andere Mal getragen. Deswegen ist hier noch von diesem Meersalz oder vom Schweißnetz, wie ihr wollt, noch ein bisschen Abdruck. Aber wie gesagt, eine sehr, sehr nice Cap, kostet auch um die 120 Euro. Irgendwas in dem Dreh. Als nächstes hätten wir eine Cap, die ich mir irgendwann mal gekauft habe, aber kaum getragen habe. Das wäre diese Discord Cap mit ein paar Patches drauf. Ist aus so einem Kordmaterial. Ist so ein sehr, sehr helles Schwarz, fast schon dunkelblau mäßig. An dieser Cap muss ich bemängeln, dass die wirklich komisch fällt. Hinten ist das sehr weich. Die Cap feiere ich allerdings nicht. Fand ich optisch auf dem Bild cooler, als ich sie wirklich am Ende in der Hand hatte. Naja, was soll man machen? Fehleinkauf war diese Cap, aber dennoch liegt sie hier irgendwo auch rum. Als nächstes wieder eine Cap und diesmal eine der Caps, die wirklich Farbe haben. Wenn ich mir jetzt die Caps hier unten mal angucke, merke ich, dass viele meiner Caps einfach schwarz sind, wie auch viele meiner Klamotten. Aber die Cap hier hatte ich mal für den Sommer gekauft, ist rot. Steht Caton D-Squared drauf, kostet auch um die 110, 120 Euro. Vom Material und vom Aufbau und vom Prinzip her einfach identisch wie mit der Cap, hat hier einfach vorne ein anderes Logo oder ein anderes Schriftzug drauf. Aber ansonsten auch eine Cap, die sehr robust ist, sehr viel aushält, die man hinten sehr nice verstellen kann, was ich hier bemängeln muss auch. Hier konntest du zum Beispiel das nicht verstellen. Hier ist das in so einem Klick-Klick-Verfahren, wo wirklich die Maße quasi angegeben sind teilweise. Und hier kannst du das wirklich millimetergenau perfekt auf deinen Kopf verstellen. Und dann hast du auch eine perfekte Passform. Wie gesagt, auch eine sehr nice Cap in Rot. Gibt es auch in vielen verschiedenen Farben. Und als nächstes hätten wir eine Khaki-Grüne. Ist in demselben Farbton wie die Cap hier. Hier steht allerdings nicht Icon drauf, sondern ist in so einer handgeschriebenen Schrift, so eine Art getaped, wie auch an der Wand ein bisschen. Fuck it, D-Squared, hier ist so ein Adler drauf, also ist so ein leichter Military-Look. Hier sind ein paar Haifische drauf, also ziemlich viel Schnickschnack drauf, aber dennoch ist das meiner Meinung nach eine sehr dezente Cap im Vergleich jetzt zu der hier oder zu der Icon Cap, wo wirklich Icon fett draufsteht, sind diese schwarzen Buchstaben, die auf der Cap sind, wirklich noch teilweise dezent gehalten. Auch eine sehr nice Cap und auch vom Aufbau her einfach gleich wie diese Cap hier. Und ihr merkt, Freunde, dass die Squared Caps wirklich so ein Fetisch von mir eine Zeit lang waren. Ich habe mir eine Zeit lang fast in jedem Pack Opening mindestens eine D-Squared Cap bestellt. Das lag einfach daran, dass ich lange Haare habe. Mittlerweile habe ich ja kurze Haare. Und in der Zeit, wo ich halt lange Haare habe, war ich sehr voll, meine Haare andauernd zu stylen und zu machen. Und habe mir einfach eine Cap bestellt. Und da ich nicht jeden Tag mit derselben Cap rumlaufen konnte und das auch nicht tun würde, habe ich mir einfach sehr viele Caps bestellt. Habe vielleicht mega viel Geld für Caps ausgegeben, aber Caps kommen immer wieder. Die kannst du immer wieder tragen.
Klar muss man jetzt nicht 100 Euro jedes Mal für die Cap ausgeben, wenn ich mir das jetzt zusammen ausrechne, liegen hier fast 1000, 2000 Euro nur an Caps. Aber wie gesagt, das hat einfach den Grund, dass ich lange Haare hatte und einfach zu voll war, meine Haare zu stylen. Und diese Cap, meine Freunde, ist eine sehr nice Cap, feiere ich auch, ist so ein Tiger drauf, könnte fast schon von Philipp Plein oder sonst welchen anderen Marken sein, ist aber tatsächlich auch von D-Squared, hat auch glaube ich 120, 130 Euro gekostet, auch eine sehr nice Cap, hat eine sehr gute Passform, sehr nice Design, interessantes Design auch vor allem, feier diese Cap mega, hat viele Farben, rot, blau, weiß, gelb, der Tiger in schwarz, die Cap in schwarz, auf jeden Fall eine sehr nice und interessante Cap. Eine Cap, die ich sehr selten getragen habe und auch quasi sehr bereue, jemals gekauft zu haben, ist diese D-Squared Cap, meine Freunde, einfach aus dem Grund, weil dieses Patch hier ist zu groß, also ihr könnt das mal jetzt hier kurz sehen. Wenn ich die Cap aufsetze, denkt man, dass mein Schädel hier 3 Meter in die Luft geht. Wisst ihr, was ich meine? Dieses Patch ist einfach so groß, das gibt dem Kopf eine Form, die einfach gar nicht mehr nice aussieht. Und das Ganze fittet dann auf dem Kopf so, wie als wenn ich so einen Jimmy Neutron Kopf hätte. Deswegen feiere ich diese Cap einfach überhaupt nicht. Ja, das waren so die D-Squared Caps. Es waren jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 oder 10 D-Squared Caps. Und wir machen weiter mit den Gucci Caps. Und die Gucci Caps habe ich hier in 3 Farben. Einmal in so einem Grau, Dunkelblau, einmal Beige, Braun und einmal komplett Schwarz. Die schwarze feiere ich am meisten. Ist auch einer meiner liebsten Gucci Caps. Die trage ich auch sehr oft. Achtet bei Gucci Caps einfach darauf, dass ihr eine Größe habt. Also wenn ihr Gucci Caps online bestellt, ihr müsst darauf achten, die Gucci Caps haben eine Größe. Meine haben die Größe, einen Augenblick, sage ich euch sofort. S, hier steht immer die Größe. S für 57, ich glaube, das ist auch eine S. Und die ich auf dem Kopf habe, ist eine XS, glaube ich sogar. Einen Augenblick, genau, und das ist eine XS. Also das ist eine 57S, 57S, XS ist 56. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt jedes Mal so Step by Step weitergeht, dass eine M 58 oder sonst wie. Aber achtet bei Gucci Caps einfach darauf, dass sie da wirklich eine Größe haben. Vorteil an den Gucci Caps, sie sind zwar nicht sehr schlicht, aber dennoch haben die einen Touch, den du locker im Alltag tragen kannst. Also jetzt im Vergleich zu der hier oder zu der hier, ist das meiner Meinung nach immer noch eine schlichte Cap. Hat was so einen leichten, feinen Touch, aber dennoch nicht unbedingt zu fein. Also man kann diese Cap auch mal ruhig im Restaurant tragen, ohne da angeguckt zu werden, als wärst du Coach Carter oder sonst wie. Feiere ich auf jeden Fall. Mega, mega, mega krass, die Gucci Caps. Ist für mich auch eine Investition wert. Ich weiß nicht, was die kosten. Also eine Zeit lang haben die 150, 180 gekostet. Irgendwann haben die dann 210 gekostet. Ich weiß echt nicht, was die zurzeit kosten. Ich hatte die hier schon mal zum 18. Geburtstag von meinem Jungs bekommen. Die hat immer dann verloren. Dann habe ich sie mir irgendwann letztes Jahr oder dieses Jahr, keine Ahnung, im Gucci Store nochmal gekauft. Meiner Meinung nach sind die Gucci Caps einfach im Vergleich zu Discord Caps eine sehr nice Investition. Vor allem diese schwarze, die ist sowas von schlicht, die ist sowas von nice. Aber dennoch, man sieht immer noch, dass es eine gewisse Klasse hat. Als nächstes hätten wir eine Cap von Balenciaga, wo ich mich bis heute frage, warum ich diese Cap gekauft habe. Diese Cap hat eine Passform wie von Erstklässler. Kennt ihr diese Erstklässler, meine Freunde, die man zur Schule geschickt hat und die hatten so leichte Neonmützen, damit sie aufhören auf der Straße, auf dem Weg zur Schule. So eine Passform hat diese Cap. Ich habe keine Ahnung, die geht irgendwie schräg runter, dann hinten passt das nicht, vorne passt das nicht, nirgendwo passt an dieser Cap. Ich habe keine Ahnung, wieso ich überhaupt diese Cap behalten habe. Die war auch nicht günstig, ich glaube 250 oder 300 Euro, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall auch eine sehr, 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 sehr mega, mega, mega sinnlose Cap-Investition und ein Fehlkauf der ganz besonderen Art. Zu guter Letzt, meine Freunde, hätten wir 2 Caps von Philipp Plein. Die eine hat so einen Touch von Sportlichkeit, feiere ich, habe ich auch eine Zeit lang sehr getragen. Das war so die Phase, wo ich genug und die Chance voll von Discord Caps hatte und dachte, okay, Dicker, John, hol dir mal die eine oder andere Cap von einer anderen Brand. Feiere ich auch mega. Hat auch einen coolen Fit, die merke ich auch gerade, sitzt auch sehr gut, wenn ich mir das Ganze so gerade angucke. Muss ich mal wieder mit nach Hause nehmen und vielleicht das eine oder andere Mal auf dem Bild tragen. Sehr nice die Cap. Er hat vorne so ein Philipp Plein, hinten noch so ein Philipp Plein Logo. Man kann jetzt über Philipp Plein diskutieren, lohnt es sich nicht, wie cool ist Philipp Plein, wie uncool ist Philipp Plein. Das geht aber heute nicht darum, aber eins muss ich Philipp Plein auf jeden Fall lassen. Die Caps haben eine unnormale Qualität, eine sehr, sehr unnormale Qualität, sehr unnormale Verarbeitung und sehr krasse Detailverarbeitung vor allem. Jetzt zum Beispiel auch hier drinnen steht Philipp Plein, hier ist ein Philipp Plein Patch, hier ist ein Philipp Plein Patch und die hat, glaube ich, kostet 150 Euro und diese Philipp Plein Cap hier, die ist auch so schwarz-weiß gehalten, hier ist es weiß, hier ist es schwarz, hier ist ein Tiger drauf, hier ist so ein Philipp Plein Patch drauf. So, das mag ich an Philipp Plein, der versucht seine Marke jedes Mal so gut wie es geht in Szene zu setzen. Die Cap feiere ich allerdings nicht so wie die hier,
weil die ist schon ein bisschen krasser, aber die ist auch schon cool und auch hier eine mega nice Verarbeitung, mega, mega nice detailgetreue Verarbeitung. Also es ist wirklich sehr detailliert arbeitet dieser Typ oder die Designer von Philipp Plein. Die achten wirklich mega auf kleinste Details. Ich habe, glaube ich, von Philipp Plein nur die Caps, also ich lobe zwar jetzt die Marke, aber ich lobe eigentlich nur die Caps von Philipp Plein. Ich will jetzt nicht Philipp Plein loben für die Schuhe, die er herstellt oder für die Klamotten, die er herstellt. Ich lobe zurzeit in diesem Video gerade nur die Caps. Vor allem diese beiden Caps, die ich besitze. Sehr nice von der Verarbeitung, sehr nice vom Fit und auch sehr nice vom Preis. Ich glaube, die kosten um die 150 Euro und das ist auf jeden Fall kein Schnäppchen. Ja, Freunde, das waren so die High Fashion Caps, die ich jetzt noch zu Hause hatte oder zu Hause habe. Bin auf dem Weg, die ein oder andere Cap zu verkaufen. Verfolgt mich deswegen auf Instagram. Dort poste ich dann mal immer wieder so einen Shop, wo ich das Ganze dann anbiete. Aber in diesem Sinne würde ich mal sagen, das war's mit dem Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Freunde. Aktiviert die Glocke, abonniert den Kanal und immer mittwochs und samstags kommen auf diesem Kanal 2 Videos. Ich verabschiede mich bei euch und sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.